Sie haben am Handelsdialog von Handelsschweiz das Swico Recycling vorgestellt, auch mit den Teilnehmenden diskutiert. Was nehmen Sie denn für sich von dem Anlass mit? Hauptsächlich, dass es ein Thema ist, wo in den letzten Jahren sehr viel passiert ist, aber es besteht noch extrem viel Potenzial. Das sind unterschiedlichste Gebiete, unterschiedlichste Branchen und am Anlass konnte man sehr deutlich erkennen, was sich die Konsumenten wünschen, aber auch die übergeordnete Sicht aus Handel Schweiz ein bisschen besser kennenlernen. Und interessant war es auch zu sehen, was die Eintrittshürden für neue Systeme sind. Und da entstand auch ein Dialog darüber, wie man denn da ein bisschen entgegenwirken kann, was man machen kann, damit diese neuen Systeme eben sich auch weiterentwickeln können. Was mir sicherlich auch aufgefallen ist, und das ist typisch für das Thema, dass ein sehr unterschiedliches Verständnis von den Begrifflichkeiten besteht. Schon nur, wenn man über Kreislaufwirtschaft oder Nachhaltigkeit spricht. Und da wird wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren auch noch vieles passieren diesbezüglich. Wenn wir von einheitlichen Begriffen sprechen, wird sich die Diskussion auch ein bisschen vereinfachen. Jetzt haben Sie ja persönlich als Mitarbeiterin von Swico sich auch mit dem Thema Terminologie bereits intensiv befasst. Könnten Sie das kurz schildern? Also wir haben unlängst ein Positionspapier veröffentlicht, das nennt sich elektrische und elektronische Geräte in der Kreislaufwirtschaft. Und ein Teil dieses Papiers widmet sich genau diesen Begriffsdefinitionen aus unserer Sicht. Wir stellen dann auch dar, dass Recycling als ein Teil einer gesamtheitlichen Kreislaufwirtschaft betrachtet wird, weil oftmals wird Recycling mit Kreislaufwirtschaft gleichgesetzt, was so nicht ganz korrekt ist. Da gibt es unterschiedliche Zyklen, da geht es beispielsweise auch um Ökodesign, um Wiederverwendung etc. etc. Und innerhalb dessen entstehen auch ganz neue Geschäftsmodelle für die Digitalisierungsindustrie. Ich nenne ein Beispiel, Product as a Service. Und das sind wichtige Elemente einer solchen ganzheitlichen Kreislaufwirtschaft. Product as a Service, könnten Sie das kurz erläutern? Ja, das heißt beispielsweise, dass man ein Gerät nicht kauft und als Eigentümer besitzt, sondern dass man ein Gerät zur Verfügung gestellt bekommt, dieses benutzt, vielleicht auch mit anderen zusammen. Nehmen wir das Beispiel eines Laptops, der von der ganzen Familie genutzt wird und dann wieder an den Händler oder an den Hersteller zurückgegeben werden könnte. Das kennen wir bisher zum Beispiel aus dem Druckerbereich. Viele Drucker werden nicht gekauft, sondern in solchen Modellen verwendet. Aber Anbieter weiten dieses Geschäftsmodell auch immer mehr auf andere, bisher atypische Geräte aus. Und das hat dann den Vorteil, dass weniger Geräte verschrottet werden müssen, schlussendlich.